aggressiven Profil. Sein Blick geht durch die Rennbahn hindurch. Offensichtlich ist ihm bewusst, dass sein Leben hindurch geht. Er wird leer, erschöpft, ausgelaufen. Wie ein alter Prophet, dessen Autorität überstrapaziert wird. War es das wert, scheint sein Gesicht zu fragen, diesen böser Kraftwerfer, will ich dieses Leben wirklich gelebt haben? Schau mich an, sagt sein Bild zu mir. Aber nicht zu genau, sonst bin ich verschwunden. Und mein Anzug. Wenn du zu intensiv auf meine Jacke schaust, knistert sie unter deinen Augen weg wie brennendes Papier. Sieh mir bitte auch nicht unter die Haare und unter die Ohren. Sonst löse ich mich ganz auf und hier bleibt nur ein leerer Sessel. Aber noch bin ich da. Seine Erscheinung ist ein kostbares Angebot, das ist mir bewusst. Deshalb schaue ich jetzt ganz weich und mit hängenden Wimpern, als hätte ich schlechte Augen. Ich freue mich so sehr, dass er überhaupt da ist, dass ich ihn atmen sehe. Und obwohl ich keinen Körper habe, wird mir ganz warm zumute. Dann ist meine Wache nicht mehr aufzuhalten. Meine Kraft lässt nach und ich kann sein Bild nicht mehr halten. Wenig später nehme ich im Badezimmer meine Herzmedikamente ein und mache mir klar, dass der zerzauste Herr, der mich im Spiegel anschaut, genauso alt ist wie mein Vater, als er starb. Warum bist du mir erschienen, frage ich. Der Herr aus dem Spiegel sagt, übernimm dich nicht. NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Edgar Selge las die vierte von 10 Folgen aus seiner Autobiografie Hast du uns endlich gefunden? Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch in der Argon Edition. Die heutige Folge finden Sie ab sofort 7 Tage lang im Internet unter ndr.de/kultur und auch über unsere NDR Kultur App. Die Fortsetzung gibt's morgen wieder um 8:30. Mein Name ist Andrea Wilke und ich begleite Sie heute durch den Vortag. NDR Kultur. Nachrichten. Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Trotz der steigenden Corona-Inzidenz in Deutschland sieht die Bundesärztekammer eine andere Infektionslage als im Herbst und Winter des vergangenen Jahres. Der Unterschied sei die hohe Impfquote bei älteren Menschen, sagte ihr Präsident Reinhardt bei NDR Info. Wir beobachten deutlich steigende Infektionszahlen. Das ist aber natürlich auch Ausdruck der Tatsache, dass wir immer noch deutlich über 10 Millionen jüngere Erwachsene haben, die nicht geimpft sind. Und die sollten sich vielleicht jetzt auch ein Herz fassen und es tun. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, aber feststellen, dass wir eben das Angebot der Impfung haben. Und das haben ja zum Glück die Menschen über 60 Jahre mit weit über 80% wahrgenommen. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich von einer geringeren Krankheitslast ausgehen können, die sich hinter solchen Infektionszahlen verbirgt, als das noch vor 9 Monaten der Fall war. Um es zu verhindern, dass die Belastung der Einrichtungen an Grenzen kommt, wäre wünschenswert, ließen sich noch weitere Menschen impfen. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt auf NDR Info. Eine große Mehrheit der Ungeimpften in Deutschland will sich in den kommenden Wochen offenbar nicht umstimmen lassen. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland geht das aus einer Umfrage unter etwa 3000 nicht geimpften Menschen hervor, die das Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben hat. 65% der Befragten hätten angegeben, sich auf keinen Fall in den nächsten 2 Monaten impfen zu lassen. 23% tendierten zu eher nein. Dem Bericht zufolge will das Gesundheitsministerium die Umfrage heute veröffentlichen. Auf der Autobahn 7 kommt es in der Region Hannover zu massiven Verkehrsbehinderungen. Grund ist eine Sperrung der A7 in Richtung Norden wegen Aufräumarbeiten und eines Unfalls bei Laatzen. Aus Hannover Bertil Starke. Der Fahrer des Kleintransporters konnte in der Nähe der A7-Abfahrt Laatzen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte gegen einen Sattelzug, der sich am Stauende befand. 10 Kilometer weiter nördlich war gestern Mittag ein Gefahrguttransporter in Flammen aufgegangen. Die A7 ist seitdem zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Ost und Kirchhorst gesperrt. Die Polizei lotste zahlreiche Fahrzeuge von hinten aus dem Stau heraus. Sie mussten einzeln wenden, um an der nächsten Ausfahrt abzufahren. Bis die A7 dort nun wieder freigegeben wird, dürfte es noch eine ganze Weile
Weile dauern. Der abgebrannte LKW war mit Kaliumhydroxid geladen. Erst wenn diese Chemikalie vollständig gelöscht ist, kann der Laster abtransportiert und die Fahrbahn repariert werden. Wann das geschieht, ist nach Angaben der Einsatzkräfte noch unklar. China hat im August eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete getestet. Das hat das US-Verteidigungsministerium jetzt offiziell bestätigt. Aus Washington, Claudia Saar. Die Financial Times hatte vergangene Woche über ein Experiment der Chinesen mit einer Hyperschallrakete berichtet. Der Gleitkörper habe die Erde in einer niedrigen Umlaufbahn mit fünffacher Schallgeschwindigkeit umrundet, ihr Ziel aber um 30 Kilometer verfehlt. Die chinesische Regierung hatte die Zeitungsberichte dementiert und behauptet, es habe sich um Experimente mit Raumfahrttechnik gehandelt. Neben China, Russland und Nordkorea arbeiten auch die USA an der Weiterentwicklung ihrer Hyperschallwaffentechnologie. Derartige Raketen fliegen in einer niedrigen Umlaufbahn und sind wegen ihrer hohen Geschwindigkeit besonders schwer abzufangen. Der Staatsschutz hat wegen Terrorverdachts Wohnungen in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei mitteilten, stehen 5 Männer im Landkreis Düren im Fokus der Ermittlungen. Sie sollen sich auf eine terroristisch motivierte Tat vorbereitet und sich dazu an Propagandamaterial der Terrororganisation IS orientiert haben. Bei den Beschuldigten handelt es sich nach Angaben der Ermittler um Männer zwischen 16 und 22 Jahren. 3 von ihnen sind minderjährig. Festgenommen wurden sie vorerst. NR2 Verkehrsservice für den ganzen Norden. A1 Osnabrück Richtung Hamburg zwischen Brinkum und Busenbreen-Mahndorf. 9 Kilometer LKW-Stau. So, dann haben wir ja gerade schon gehört bei Anouk. Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen dem Kreuz. Hergestellt, aus der die Schüsse abgegeben wurden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Marc Frangipane. Die Polizei bestätigte, dass die benutzte Waffe mit scharfer Munition geladen war. Sehr wahrscheinlich habe sich noch mehr scharfe Munition am Filmset befunden. Es soll weitere Untersuchungen geben, vor allem zu der Frage, wie diese Waffen an den Drehort gekommen sind. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat unterdessen ein Strafverfahren gegen Baldwin nicht ausgeschlossen. Soweit die Meldung. Das Wetter in Norddeutschland. Heute viel Sonne, an der Ostsee noch länger trüb, 14 bis 18 Grad. Morgen nach Nebelauflösung sonnig, Temperaturen von 16 bis 19 Grad auf den Ostseeinseln kühler. Die weiteren Aussichten: am Sonnabend wechselnd wolkig, vom Emsland bis zur Nordsee ein paar Schauer, sonst bleibt es trocken, 12 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Kultur. Martini. Mit Andrea Wilke, guten Tag und herzlich willkommen. Müssen wir jetzt auch noch mal über diese 0,5 Klatsche der Bayern gestern Abend im Pokal reden? Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich das heute Abend gesehen habe, ey. Noch mehr als über meine 0,5 gerade. Noch nie haben die Bayern im Pokal so hoch verloren. Noch nie in ihrer gesamten Geschichte. Und auch in der Liga, ich habe das gerade mal nachgeguckt, ich bin ja so ein Statistik-Nerd. Es gibt nur ganz wenige Niederlagen, die höher ausgehen. Und die sind allesamt älter als wir beide, ey. Die letzte war in 1,7, siehst du, und 1,7 gegen Fortuna Düsseldorf. In der Saison 78-79 ist also über 40 Jahre Wahnsinn. Aber gut, es war auch einiges los bei den Bayern, das muss man ja auch sagen. Ne? Nagelsmann mit Corona zu Hause, Kimmich stand unter Druck, weil er nicht geimpft ist. Und dann wäre ja auch noch einer fast in den Knast gegangen. Oder war es? Genau. Irgendwas war da los. Aber alles keine Gründe für so einen kollektiven Blackout, sagt gestern Abend auch ein wirklich sehr um Erklärungen bemühter, aber doch komplett geplätteter Sportchef Pazzo Salihamidzic. Kollektiver Blackout. Ist auch für mich unerklärlich, muss ich sagen. Wir wissen, wie schwer das immer in Gladbach ist. Also schwer zu erklären. Tja, wir alle anderen, die den Stern des Südens jetzt nicht anbeten, wir freuen uns natürlich, dass die großen Bayern mal wieder die Lederhosen ausgezogen wurden. Das heißt, die schönsten und attraktivsten Raumkulturen gibt es nur bei uns nicht. Dafür haben wir die Geister. Okay.
gelesen habe, das hat mich schon ein bisschen deprimiert, diese Zusammenfassung. Ich nehme an, das war nicht die Absicht hinter dem Report. Nein, die Absicht hinter dem Report ist natürlich wachzurütteln und gerade jetzt auch mit wachzurütteln, wo das G20-Treffen ansteht am 30. und 31. Oktober. Dort liegen ja Vorschläge vor, die man akzeptieren wird, hoffentlich, aber momentan aufgrund der geopolitischen Situation sieht es nicht so aus, als würde man dort einen Kompromiss finden können zur neuen Finanzierung. Vielleicht fangen wir mal von Anfang an. Warum ist die Welt so schlecht auf so etwas wie Corona, also eine globale Gesundheitskrise, vorbereitet? Ja, zum einen ist es, dass die Welt sich nicht vorbereitet, in dem Sinn, dass die reichen Länder ja immer gemeint haben, uns trifft es nicht. Wenn es Krankheitsausbrüche gibt, wie Ebola, wie SARS und so weiter, dann trifft das eher die armen Länder. Man hat also eigentlich... Das ist jetzt kompliziert, auch rechtlich kompliziert, wenn die Impfstoffe jetzt schon in den reichen Ländern sind, anstatt von vornherein an die Verteilorganisation COVAX gesandt worden zu sein. Ganz, ganz wichtig ist die Produktion. Wir müssen mit der Produktion nachkommen. Deswegen sind alle Initiativen wichtig, die Produktionsstätten in den Entwicklungsländern aufbauen, sodass schnell produziert werden kann und natürlich, dass die Lizenzen entsprechend vergeben werden, dass auch Länder wie Südafrika und andere den Impfstoff produzieren können und dann in ihrer eigenen Region verteilen können. Frau Kittbusch, mit allen Informationen, die Sie haben, haben Sie Hoffnung auf Besserung?
Ja, wir müssen immer optimistisch sein. Das ist ja auch die Aufgabe aller derer, die in der globalen Gesundheit aktiv sind. Wir werden weiterhin uns einsetzen. Wir wollen ja, dass auch über einen Pandemievertrag entschieden wird, dass hier die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation sagen, ja, wir wollen mehr Verpflichtungen eingehen. Wir haben dem Generalsekretär der Vereinten Nationen vorgeschlagen, dass ein Treffen der Staats- und Regierungschefs dieser Sache annehmen muss. Man muss einfach versuchen, den Druck aufrechtzuerhalten, gute Evidenzen und Zahlen zu liefern, Lösungen zu liefern und dann sozusagen einfach weiter dran arbeiten. Jetzt erstmal die 20 und hoffentlich wird auch Deutschland sich hier entsprechend für eine Lösung mit einsetzen. Sie sind ja mit der höchste Finanzier der Weltgesundheitsorganisation, haben sich in diesem Bereich sehr verantwortungsvoll verhalten und hoffentlich kann die Kanzlerin hier auch nochmal ein starkes Wort einlegen. Frau Kippusch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Frau Link. Ilona Kippusch vom Genfer Institut für internationale Studien und Entwicklung. Sie ist Mitautorin des aktuellen Reports vom Global Preparedness Monitoring Board. Hier ist WDR 5, das Morgenecho, 13 Minuten nach heute.
Thank you.
2.2 kilometers, keep left.